Hallo, in diesem Video werde ich dir den vierten Schritt des Customer Progress Designs zeigen, nämlich die Bewertung der Kundenjobs. Hier gilt es herauszufinden, welche Kundenjobs die höchste Wertigkeit für den Kunden und für unser Unternehmen haben. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Dazu kopieren wir also die Kundenjobs von der linken Seite, die wir gerade analysiert haben, hier auf diese Fläche, wo wir eine Nutzwertanalyse durchführen können. Anhand von vier Kriterien bewerten wir also Job für Job und vergeben hier Punkte und schauen dann in der Gesamtsumme, welcher Job hat am meisten Punkte bekommen, der kommt ganz oben hin, und welche Jobs haben weniger Punkte, die kommen dann entsprechend nach unten sortiert. Und dann können wir entscheiden, auf welche Kundenjobs wir uns hier bewerben wollen.